Meine lieben Freunde und herzlich willkommen hinter diesem Kobold zu einer weiteren Folge Let's Battle. Wir haben gerade nochmal in der Folge geschaut von vorhin und ich bin behindert und habe mich vertan. Da ist leider doch kein fucking... Ja, Namen, also haben wir einfach richtig viel Zeit verloren, einfach nur wegen Marcel, so wie immer. Achso, aber eben noch sagen, ist ja spannend. Hab ich nie gesagt. Hier sind wieder Fackeln hier unten, ich bin unten in die Höhle gegangen. Warte, komm mal her, komm mal zurück. Aber wenn hier schon Fackeln sind, hier sind noch gar keine Fackeln, was war das? Doch, warte, komm mit, hier unten, hier. Oh, Alter. Pass auf. Und ein Enderman. Au, scheiße, eine Armee. Digga, ich hab keine Fackeln. Oh, lol. Alter, hier sind so viele Skelette. Heilige Scheiße. Solange wir den Enderman nicht auch noch polen. Das ist echt immer normal hier. Oh. Ich vergesse ständig, dass wir uns nicht schlagen können gegenseitig. Hier ist Lava. Der Enderman. Er sieht mich. Er hat mich. Ich hab ihn angeguckt. Ach, warum machst du sowas? Okay, lass einfach rausgehen. Waren auf jeden Fall Gegner. Nein, da war nirgendwo eine Fackel. Natürlich, da unten ist doch alles ausgeleuchtet, du Eumel. Das ist Lava. Auf der anderen Seite. Voila, ich hab Junge. Keine Fackeln gesehen, tut mir leid. Da, Labyrinth. Musste ich doch, dass wir richtig gehen. Nein, ich hab nichts gesagt. Es sah nur so komisch aus. Hätte mich aber auch gewundert, wenn das hier aufploppt. So, warte, mach mal den Baum hier vor dir auf. Das kann nur eine gegnerische Base sein. Und nein, ich habe keine Videos geguckt. Das kann nur eine Base sein. Jetzt ist hier wirklich eine Base drin, ne? Und alle werden sagen, du Cheater. Nee, hier ist nichts, gar nichts. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt beide... Du holst dir da unten Lava, wir machen einen Cobblestone-Generator und machen uns einfach die übelst krasse Skybase in der Luft aus Cobblestone. Wir machen alles aus Cobblestone. Ey, das hat doch... komm, lass das machen. Lass das machen. Nein, wir bleiben jetzt unserer Taktik treu, Arschloch. Welche Taktik? Wo ist mein Schwert? Ich will dieses scheiß Labyrinth jetzt finden. Okay, aber sobald wir das Labyrinth gefunden haben... Also Lava habe ich schon mal vor uns. Du hast Lava. Ja, auf der Map siehst du die Lava. Ah, ich sehe es auch, ja. Okay, dann hol dir doch jetzt einen Lava-Eimer dort. Und dann haben wir zumindest schon mal den Grundbaustein. Wenn du einen Wassereimer hast, du ja auch, dann können wir uns da zumindest schon mal... Lol, waren wir hier schon mal bei der... Ja, hier bei der Schlucht waren wir, glaube ich, ganz am Anfang. Das ist auch Cobblestone unten. Die Lava ist hier unter mir. Ja, oh, nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Schlucht, okay. Nee, gut, dann nicht. Aber irgendwo hier war das doch. Ja, lass einfach nochmal auf den Berg da hinten gehen. Guck mal, der Baum sieht da hinten sieht echt verdächtig aus. Und die Hirsche, die gucken hier alle so doof. Die wissen, was hier... Alter, was ist denn das für ein Biom da hinten? Das Schneewald. Ey, lass mal Schneebälle machen. Kann man damit Gegner runterschießen oder so? Ja, aber ich habe gehört, da ist auch was, soll auch was Cooles sein. Im Schnee? Mhm. Lass mal hingehen. Okay. Da sollen die nicht sein, diese Käfer, aber... Der Baum, hier ist doch was drin in dem Baum. Das rieche ich doch. Ich sehe dich gerade leider wieder gar nicht. Ich bin hinter dem Baum direkt auf der anderen Seite. Du gehst gerade genau auf den Baum zu. Aha! Okay. Hier ist du alles dunkel. Dich, oder? Ja, du hast es dich gesneakt, okay. Ja, dann nehme ich die Hirsche noch mit, dann gehen wir da in den Schneewald und schauen mal. Interessant, hier ist nichts. Auf jeden Fall, richtig interessant. So. Achso, bist ja, du aber bei mir? Nichts ist halt schon ziemlich verdächtig. Ich kill hier gerade die Hirsche auf der rechten Seite von dir aus gesehen. Ja, hier ist noch eine Höhle. Ja, dann lass los, ich geh runter. Nee, komm. Ich will jetzt das Labyrinth finden und... Lass Creeper richtig finden. Wir haben so viel Eisen für Waffen. Wir brauchen einfach... Das sind Schneemonster. Cool. Oh mein Gott. Da sind auch Pinguine. Alter, guck mal, wie dicht der Schnee hier ist. Dominik, Alter, ich seh dich schon nicht mehr. Wenn du hier... Ich bin im Schnee. Lol, ich werd voll langsam. Ich glaube, ich erfriere. Hinter dir, Kobold. So. Warte, der hat auch so ein Buch in der Hand. Mal gucken, was der dazu sagt. Geh mal her, Bruder. Ja. Danke. Gucken wir mal, was der... Das ist ein Skelett. Ja, verteidige mich mal bitte. Alter, wie langsam ich bin. Geil, der Schnee da. Unten, ja, das ist die Spawn vom Schnee. Ich glaube, das soll einfach simulieren, dass du Dominik, im Schnee nicht so schnell Oh, hier ist Schnee. Oh, Dominik! Hier ist so ein Riesenwolf gekommen gerade. Scheiße, ich sehe den auch. Der hat mich runtergeschossen. Der macht mir gar nichts. Der ist ganz lieb. Guck, hallo, Wolf. Hey. Na? Wollen wir den mal mitnehmen? Ich habe 4 Knochen, warte mal. Willst du den probieren? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Der nimmt das gar nicht an, okay. Oh, guck dir mal an, wie schön dieser Wolf ist. Vielleicht musst du den mit Fleisch füttern. Hier, mit deinem Fleisch. Nee. Ach, guck mal, wollen wir den mal killen? Und gucken mal. LOL! Der greift mich an! Dominik. Der hat mich eben angegriffen. Einfach so, ich hab dem nichts getan. Ich schwör dir, ich hab dem. Das meine ich! What the fuck? Was hat der gedroppt? Arctic Fur. Also, Fell. Cool.
Warte mal, lass mich jetzt mal ganz kurz das Buch lesen. Okay. Aber hier ist so viel Schnee. Oh, das ist so toll. Oh, da sind ganz viele von den Wölfen. Da ist ein Wolfsrudel. Und da sind Eisbären oder Schneegolems oder sowas. Ach, die sind so schön. Da, also in dem Buch steht, dass da auch wieder eine so eine Kreatur ist, so eine böse. Keine Ahnung, sollen wir da mal reingehen oder sowas? Ich glaube, hier in dem Baum sind Gegner. Wir könnten versuchen, über die Bäume uns da so rüber zu bauen. Oder zumindest eine Übersicht zu schaffen. Ja, lass mal den Baum hier hochgehen, in dem Gegner sind, ganz bestimmt. Lol, der ist voll riesig, lass mal Digga. Übersicht schaffen. Alter, hier muss was sein. Guck mal, hier ist nix. Hier muss irgendwas sein. Okay, ich gehe auf jeden Fall schon mal hoch. Aber hier wäre eine gute Base auf jeden Fall. Ich glaube, im Schnee wäre eine richtig gute Base, weil im Schnee... Kommt drauf an, wie lange wir dort überleben. Ja, das stimmt auch wieder. Aber der Schnee, das ist schon krass. Also, wir sind hier gerade in Teilen von der Map, in denen wir noch nie gewesen sind. Ja, aber wir können mein Labyrinth sind wir trotzdem nicht. Aber Marcel, wir können uns doch oben echt so eine Skybase machen. Da machen wir so ein riesengroßes Areal aus Cobblestone, wo Mobs drin spawnen können. Und da spawnen dann bestimmt auch Creeper drin. Das würde all unsere Probleme lösen. Das sind dumme Ideen, ne? Und nächste Folge hast du wieder eine andere Idee. Das ist eine richtig gute Idee, Marcel. Ja, ja. Wenn wir eine Skybase machen, sind all unsere Probleme gelöst. Überleg doch mal. Wir hätten dann eine Mob-Farm, wir würden uns Bäume machen, aus denen dann Äpfel droppen. Ja, wenn wir die abbauen. Wir hätten unendlich viel Holz, Brennmaterial, ein wohlig warmes Zuhause. Und wir könnten die Skybase... Oh lol, pass auf, die Baumkrone ist nicht ausgehöhlt. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen tricky. Stell dir mal vor, und wir sehen von da oben alle Gegner und die müssen versuchen zu uns hochzukommen. Die sterben einfach alle durch Fallschaden, wenn sie versuchen zu uns hochzukommen. Alter, der Schnee, der geht ja bis ganz nach oben. Also ich bin schon oben, ne? Ich versuche jetzt hier... Ach, du bist auch schon oben, okay. Also es gibt wohl auch Pinguine. Boah, sieht das geil aus hier. Das sieht ja richtig cool aus. Aber ich habe so ein bisschen Angst davor. Ich frag mich gerade, warum da hinten so viel Eis ist. Das ist ja... Das ist ein anderer Teil von der Map, ne? Der außerhalb der Border ist. Ja, außerhalb der Border. Das sieht ja richtig phänomenal aus, finde ich. Okay, Skybase. Ja, wir müssen eh erstmal runter und das alles klären. Und wenn wir unten sind, dann bauen wir erstmal. So, ich springe jetzt einfach durch das Loch in die Mitte. Du hast doch Wassereimer, mach ein MLG. Au! Ich spring runter, ja? Was machst du? Tschüss. Junge, du machst das so langweilig. Wieso, ich spring doch. Ich schaff's. Ein bisschen geht... Oh. Alter. Okay, das versuche ich jetzt hier nicht. Weißt du, was mich so abfuckt? Dass wir uns nie gefunden hätten, die Gegner. Die haben uns ja nur gefunden, weil sie sich eine Base, weil sie gerade was zu essen machen wollten. Ja. Warte, können wir dem Rechten kurz mal Holzkohle machen? Ach ne, warte, wie ging das nochmal? Wir dürfen rein. Das macht keine Holzkohle, brennt's einfach direkt mit Holz. Scheiß doch drauf. Okay, gut, dann mache ich nochmal eine Kiste. Es dauert viel zu lange, jetzt extra Holzkohle zu brennen. Aber hier, das Eisbogen, das sieht echt mega interessant aus. Da. Wie gut ist dein Schwert? Kannst du mir dein Schwert droppen? Ich mach dir ein neues, okay? Dann repariere ich nämlich meins. Bitte. So, nochmal mehr Brot. Danke. Kannst du noch eine Spitzhacke machen? Ich mach nochmal einen Ofen. Ja, ich mach dir eine Spitzhacke. Du bekommst jetzt... Ah, wir bekommen wieder die ganzen Achievements, weil wir ja gestorben sind. Da ist die Spitzhacke. Ich bräuchte mal ein bisschen Holz. Ich habe gar kein Holz mehr. Ja, das hast du alles in die Öfen gepackt. Hol dir halt ein bisschen davon raus. Oh. Aber Junge, was sollen wir mit dem ganzen Eisen? Wir brauchen Schwarzpulver. Ja, ich weiß. Lass doch einfach... Okay, pass auf, dann mache ich jetzt irgendwo... Machen wir hier drin die neue versteckte Kiste, okay? Weil jetzt haben wir wieder so viel zu viel Eisen im Inventar. Das ist nicht mehr normal. Wenn wir damit gefunden werden, wäre das so bitter. Dann mache ich mir gerade mal eine Schaufel. Warte. Sag mal kurz ruhig. Ja. Ja, das ist der Wolf. Der will uns holen. Ey, bitte versuch jetzt nicht gegen den zu kämpfen. Weil der speit Schnee oder sowas, das ist echt ein bisschen creepy. Also es hört sich creepy an. Ja. Aber okay. Hier ist nichts. Ist da ein Wolf? Ja, er kommt direkt auf mich zu. Ich sehe nur so eine Schattengestalt, ich denke nur so, jawohl, tschüss, du bist tot. Oh Leute, er ist gestorben. Oder? Oder? Nee. Okay. Ich baue mal eine. Ich habe gar nicht genug Holz. Boah, Alter, der hört sich echt eklig an. Das Ding ist, die sieht man bestimmt auch nicht. Weiß es nicht. Ich muss mir da gerade mal ein bisschen Holz klauen, sorry, weil ich muss die Kiste bauen. Ja.
Halt die Fresse, jetzt du Dreckshund! Ja, vielleicht bellt er die Gegner an und die sind jetzt schon wieder und wollen uns killen, keine Ahnung. Vielleicht sneaken die ganze Zeit hinter uns her. True story, bro. Wundert mich echt, warum der so... Jetzt habe ich mittlerweile so viele Waypoints. Gut, dann packe ich mal das ganze Eisen da rein. Und die Waffenbox, soll ich die amerikanische... Nee, die ist scheißegal eigentlich, wir machen die unsere, wir müssen gleich nochmal Dinge jetzt finden. Baust du gerade so viel Sand ab? Erde, ich baue Erde. So, wie viel zu essen hast du? Durch die Pilze eigentlich genug. Okay, gut. Dann behalte ich das gerne. Brauchst du Schweinefleisch? Ich habe noch Gold und Eisen da drin. Ich pack noch meine Goldnuggets weg. Ich habe, ja, Schweinefleisch kannst du mir auch noch geben, dann habe ich alles. Dann gebe ich dir das, dann gib du mir doch bitte das andere Fleisch. Warte mal, hier hast du mein Brot. Okay, das nehme ich auch gerne, danke. So. Cool, dann lass jetzt rausgehen und das Labyrinth suchen und einfach richtig viel Schwarzpulver bekommen. Ist bei dir eben auch auf einmal so richtig krass Nacht geworden? Ja, komm hier. Vielleicht sind da jetzt voll viele Creeper. Komm, raus da. Warte, ich kann nicht raus. Ja, geh mal weg. Okay. Jetzt, pass auf, der Wolf ist gleich da. Ja, dann lass den gerade mal killen. Wolfi, wo bist du? Hier ist gar kein... Doch, hier ist er. Aber noch... Oh, es regnet. Hinter dir. Er greift dich an. Ja, ich weiß. Ich renn... Der greift mich nicht an. Der ist voll lieb. Das sieht so bescheuert aus, Alter. Ja, aber es ist geil gemacht, finde ich. Ja, irgendwie ist es schon geil. Auf jeden Fall. Aber es macht zum Glück auch nicht so viel Schaden. Nee, gut. Das ist ein normaler Turm. Achso, wie viel Schaden macht das denn? LOL! Ganz wenig. Also ich habe irgendwie anderthalb Herzen verloren. Bist du im Schnee? Nein, aber ich sehe den von hier. Ich sehe es auch von hier. Wo siehst du mich, wie ich auf den zulaufe? Ja. Wow! Der hat sich zu dich gezogen. Ja, Alter. Aber das hat mir null Schaden gemacht irgendwie. Ja, greif den mal an. Lustig. Nee. Meinst du, droppt irgendwas Geiles? Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Labyrinth finden und die Welt erobern mit dem Schwarzpulver. Hier ist eine Base. Pass auf. Was laberst du? Das heißt doch keine Base. Lass du jetzt erstmal das Schneemonster killen. Vielleicht droppt er auch Gunpowder. Genau wie ich gesagt habe. Nichts. Alles klar. Wo bist du? Ach da. Guck mal, da sind auch voll viele. Die Schneemonster. Ich glaube, da schneit es gerade nicht mal. Doch, du musst näher ran wieder. LOL. Okay. Also, da ist so eine Eisfestung. Guck mal rechts. Ich weiß nicht, wie weit du die Distanz hast. Aber du siehst da nur so die Spitze dieser Eisfestung. Du musst zu mir kommen. Ich sehe gerade gar nichts. Bei dir ist der Baum vor. Komm mal zu mir. Warte. Jetzt so hinter der Border. Ja. So eine riesige Eisfestung. Das ist keine Eisfestung. Das ist einfach so eine riesige Eiswand. Das soll, glaube ich, so eine Art Gletscher sein. Das habe ich schon vom Baum aus gesehen. Rechts ist auch noch ein Hund. Aber leider die Wölfe echt nichts. Warte. Ich habe Knochen. Ich nehme mal die Hunde mit hier. Okay, mach das mal. Wo ist denn der Hund jetzt hin? Ich suche weiter. Das, oder sollen wir uns aufteilen? Meinst du, ist es eine gute Idee, wenn wir uns aufteilen? Nein, never. Nicht in 100 Jahren. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee, wenn wir uns aufteilen. Wir machen das einfach wie einen richtig schlechten Horrorfilm. Doch, wir teilen uns auf. Das ist eine gute Idee, glaub mir. So kommen wir viel schneller zu ran. Wenn wir uns aufteilen, Dominik, haben wir die größte Effizienz, die man sich vorstellen kann. Ich sehe dich schon grinsen, halt. Verpiss dich. Ich hab schon halb das Labyrinth gefunden. Und hier ist so ein richtig komischer Erdberg, Alter. Wenn das keine Base ist... Aber meine Pilze gehen mir gerade aus, ne? Ich habe fast nichts mehr zu essen, bald. Ja, lass die ganzen Hirsche hier mal mitnehmen. Ja, aber warte mal, siehst du mich? Ja. Guck mal, Alter, das sieht so komisch aus. Als ob da was drin ist, aber nee. Ist da nur generiert. Also wenn ich... Ich würde hier drin eine Base machen, aber hat scheinbar keiner so gesehen wie ich. Und ja, sehen wir uns nächste Folge wieder. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.